Hi, wir sind Lenja, Gabriel, Jonna und Herr Bär hinter der Kamera. Und das ist unser Film zum Thema UNESCO Welterbe-Wattenmeer und was der Klimawandel damit zu tun hat. Diesen Film haben wir mit dem Projekt Young Climate Action for World Heritage erstellt. Viel Spaß mit unserem Film. Das Weltnaturerbe-Wattenmeer ist das weltweit größte Gezeitengebiet. Es umfasst fast das gesamte Wattenmeer Dänemarks, Deutschlands und der Niederlande mit 11.500 Quadratkilometern. Es umfasst allein etwa 60% des Tidengebiets entlang der Küsten im Nord- und Ostatlantik. Das Wattenmeer ist Lebensraum für unzählige Tier- und Pflanzenarten, unter anderem für Brut- und Zugvögel, sowie für Fische und eine Menge anderer Meeressäuger. Im Gezeitengebiet findet ein ständiger Austausch von Wasser und Sedimenten statt. Auch die typischen Salzwiesen bilden ein wichtiges Ökosystem für verschiedene Pflanzen und Tiere. Die gesamte Nordseeküste Schleswig-Holsteins zählt zu dem UNESCO-Weltnaturerbe Wattenmeer. Unsere wunderschönen Strände und die Wattflächen, in denen man spannende Wattwanderungen machen kann. Ein besonderes Ökosystem, das so nur an wenigen Orten dieser Welt existiert. Auch wenn das Wattenmeer perfekt und schön zu sein scheint, ist es bedroht. Und zwar durch den Klimawandel. Durch den weltweit hohen Verbrauch fossiler Energieträger wie Öl, Gas und Kohle, steigende Temperaturen, katastrophale Unwetter und steigende Wasserspiegel. Durch Kohle kommt es zu einer Ansammlung von CO2 in der Atmosphäre. Diese fungiert wie ein Treibhaus und lässt die globalen Temperaturen steigen. Dies führt dazu, dass Eis- und Schneemassen, besonders in den Polargebieten, schmelzen. Und dies resultiert in steigende Meeresspiegel. Die Meeresspiegel der Nord- und Ostsee sind bereits seit 2003 15 bis 20 cm angestiegen. Dies hat negative Konsequenzen für die Küstenregionen, also auch für das Welterbe Wattenmeer. Das Wattenmeer fungiert als Drehscheibe für den Vogelzug. Das heißt, Millionen von Zugvögeln rasten hier auf ihrem Weg aus dem Süden oder in den Norden. Das betrifft zum Beispiel auch den Knut. Das ist der Knut. Er ist ein Zugvogel, das heißt, er zieht im Frühjahr von Nordsibirien nach Westafrika. Auf dieser Reise macht er Halt bei uns im Wattenmeer. Hier tankt er Energie, indem er im Watt Muscheln und Würmer frisst. So legt er Fettreserven für seine Weiterreise an. Aber diese Energiequelle ist durch die steigende Temperatur nicht mehr gesichert. Durch das wärmere Klima kommen auch andere nicht heimische Vogelarten zum Nisten und Futtern. Das bedeutet, Nahrung und Platz zum Rasten werden knapp. Dazu kommt die ansteigende Wassertemperatur, die dazu führt, dass fremde Tierarten, zum Beispiel die japanische Felsenkrabbe, sich hier auch wohlfühlen. Diese fressen ebenfalls Muscheln und das heißt weniger Energie für unseren Knut. Doch was bedeutet das? Ohne diese Voraussetzungen ist seine Art vom Aussterben bedroht. Die Nistplätze zahlreicher Vogel- und Tierarten sind durch die schmelzenden Polkappen und dem daraus entstehenden Anstieg des Meeresspiegels bedroht. Doch nicht nur Tiere sind gefährdet, sondern auch wir Menschen hier an den Küsten. Durch die häufigeren Sturmfluten ist die Küstenschutzfunktion der Salzwiesen auf Dauer nicht mehr gewährleistet. Die Salzwiesen dienen eigentlich dazu, Wellenenergie abzuschwächen, da die Pflanzen dem Wasser im Weg stehen. Und durch die häufigen Überflutungen brechen wichtige Teile der Salzwiesen ab. Wir haben nicht nur die Salzwiesen als Schutzmaßnahmen, sondern auch die Deiche. Und vielleicht habt ihr auch schon mal etwas von einem Deichbruch gehört. Denn wenn der Wasserspiegel zu hoch ansteigt, ist der Deich diesem Druck nicht mehr gewachsen. Und das heißt, der Deich bricht. Durch diesen Deichbruch sind die naheliegenden Siedlungen in Gefahr. Wir haben das Beispiel den Dokkuk. In der Nähe des Dokkuks liegt die Siedlung Nigras. Wenn der Deich brechen würde, läge Nigras unter Wasser und die Menschen dort müssten sich ein anderes Zuhause suchen. Auch die Fischersiedlung und der Innenhafen sind gefährdet und somit generell Husum. Und sogar die schönen Inseln und Halligen hier im Norden sind bedroht. Wenn das Wasser diese Überflutung und steigenden Wasserspiegel erreicht. Tja, dann sind die Leute, die in Häusern wohnen, natürlich angeschmiert. Ne? Und in der Tat, also als dieses Baugebiet da entstand, haben sich schon so manche gefragt, ob das klug ist, da zu bauen. Die Leute haben es dann gemacht. Ist natürlich eine super attraktive Lage, solange man da nicht überschwemmt ist, direkt da an der Marsch. Und ja, aber es kann gut sein, dass solche tiefliegenden Gebiete irgendwann dann zunehmend von Überschwemmungen betroffen werden. Nicht nur von außen, der Deich wird ja nicht unbedingt sofort brechen, auch das Wasser, was im Binnenland steht, wird ja immer schwieriger nach draußen zu transportieren und dann werden diese Gebiete vielleicht irgendwann nicht mehr so gut bewohnbar sein wie jetzt. Und dann
müssen Häuser vielleicht auch wieder aufgegeben werden. Das ist Langeness. Langeness ist eine Hallig. Das heißt, sie wird stetig überflutet. Davon profitiert die Hallig aber teilweise, denn sie wächst mit den Fluten. Es gibt dort Tore, die das Wasser entweder zwingen, auf dem Land zu bleiben, oder die es verhindern, dass mehr Wasser eindringt. Diese sind der Hallig bei der Landgewinnung behilflich. Mit dem Tidenwasser setzen sich ständig Partikel und Sedimente ab und schaffen so neues in die Höhe wachsendes Land. Doch auf Dauer reicht dies nicht. Wenn es zu stark und oft überflutet wird und ein Großteil des Sediments mit den Wellen wieder weggerissen wird. Aber was können wir tun? Unser wunderschönes und wichtiges Weltnaturerbe Wattenmeer ist auf Dauer bedroht und könnte aufgrund des Klimawandels und des steigenden Meeresspiegels in ein paar hundert Jahren nicht mehr existieren. Dabei haben wir gezeigt, welche wichtige Bedeutung das Wattenmeer für Zug- und Standvögel, aber auch für andere Tier- und Pflanzenarten hat. Ein gesamtes Ökosystem ist in Gefahr. Auch wir Menschen sind durch die Zerstörung des Wattenmeers bedroht. Wir verlieren unter Umständen nicht nur unsere Siedlungsgebiete an den Küsten, sondern auch einen wichtigen Naturerholungsraum. Eins der wichtigsten Ziele bezüglich des Klimawandels sind das 2-Grad-Ziel und das letztendliche 1,5-Grad-Ziel. Einfach erklärt, die Erde erwärmt sich und dadurch schmelzen Polkappen ab, wie vorhin schon angeschnitten. Es ist einfach eine Grenze, die nicht überschritten werden darf, weil die Welt sich dann nicht mehr erholen kann. Doch wie können wir das schaffen? Als Gemeinschaft oder auch als einzelne Person? Wie können die Politiker und andere wichtige Menschen unserer Gesellschaft der Erwärmung gegenwirken? In der Politik ist der Klimawandel schon sehr lange ein großes und wichtiges Thema, welches oft zu Diskussionen führt. Es wurden auch schon einige Beschlüsse getroffen und Maßnahmen eingeleitet, doch immerhin noch nicht genug. Es wurden zum Beispiel in Frankreich in den Städten das Fahren alter Autos verboten, da diese zu viele Schadstoffe abgeben. Zudem wurden auch Strohhalme und generell Einwegplastik verboten. Doch die Regierungen sollten noch mehr gegen diesen ungeheuren Plastikverbrauch tun. Auch ihr könnt zu Hause etwas tun. Eins unserer wichtigsten Ziele muss sein, dass sich unser Klima nicht weiter aufheizt. Die Weltklimakonferenz hat vorgegeben, dass die durchschnittliche Temperaturerhöhung bis 2030 nicht mehr als 2 Grad betragen darf. Ob dieses 2-Grad-Ziel gehalten werden kann, ist im Moment durchaus fraglich. Aber sollen wir warten, bis die Politik auf internationaler Ebene Entscheidungen trifft und uns die Zeit davonläuft? Eins steht fest, wir alle sind Klimamacher. Dies heißt, jeder Einzelne kann etwas tun. Dies bedeutet, dass wir alle unsere bisherigen Konsum- und Kaufgewohnheiten im Alltag verändern müssen. Nur wenn möglichst viele dies verstehen und ihr Verhalten ändern, wird sich auch etwas verändern. Aber auch unser Bewusstsein für unser wertvolles Weltkulturerbe Wattenmeer muss sich ändern. Mehr Menschen sollten erkennen, wie es die Bewohner der Küsten schützt und wie der Lebensraum das Wattenmeer auch unser Leben bereichern kann. Wir selbst haben es auf unseren Workshops auf Langeness und in St. Peter-Ording erlebt. Ihr könnt, wenn ihr einen Spaziergang macht, Müll aufheben, den ihr seht. Das ist wichtig, da Plastik sich sehr langsam zersetzt in Mikroplastik, welches die Tiere im Meer zu sich nehmen. Das ist ungesund für die Tiere, aber auch für uns Menschen. Auch könnt ihr darauf achten, Müll in Plastik, Papier und Restmüll zu trennen, eventuell auch Biomüll oder Kompost. Wiederverwendbarer Kunststoff ist auch eine bessere Alternative zum Einwegplastik. Zum Beispiel auch Pfandflaschen, da diese so nicht im Meer landen. Um den Verpackungsmüll zu reduzieren, sind auch Unverpacktläden super. Ihr solltet auch darauf achten, dass euer Einkauf aus regionalen und ökologischen Produkten besteht, wie zum Beispiel Bioprodukte oder aus Hofläden in eurer Nähe. Dadurch wird der Transportweg und die so ausgelassenen Schadstoffe reduziert. Dies kauft uns auch mehr Zeit. Auch wichtig ist euer Stromverbrauch. Ihr könnt zum Beispiel darauf achten, das Licht auszumachen oder Steckdosenleisten abzuschalten, wenn diese nicht gebraucht werden. Auch die Nutzung von Öl und Gas kann ganz einfach reduziert werden, indem ihr eure Heizung angepasst nutzt. Auch hier verlängern wir die Zeit, die uns noch bleibt, die Erwärmung zu stoppen. Was passiert mit dem Wasser der Husumer-Au, wenn dieses aufgrund einer Sturmflutlage nicht mehr nach außen ins Hafenbecken geleitet werden kann? Wären in diesem Fall unsere Schule und die HTS in Gefahr? Das ist tatsächlich eine der kritischsten Situationen eigentlich überall an der Küste, wenn starke Regenfälle zusammentrifft mit einer Sturmflut. Weil in den allermeisten Bereichen ist es nicht so, dass man aktiv durch Pumpen, durch Schöpfwerke das Wasser nach außen bringen kann, sondern in vielen Bereichen, auch in Husum, wird, wenn wir lange Sturmflut-Szenarien haben, die können ja über mehrere Tiden anstehen, dann kommt es dazu, gerade in der Mühlenau,
ist, glaube ich, bei euch in der Schule auch gut zu beobachten, teilweise in den Wintermonaten, dass es in die Flächen läuft. Und tatsächlich ist es auch nicht auszuschließen, dass es irgendwann tatsächlich auch eure Schule betreffen könnte. Das ist eine reine statistische Frage. Wie wahrscheinlich ist es, dass bei hohen Sturmfluten mit hohen Niederschlägen auf der Innenseite zusammentreffen? Was fühlt ihr, wenn ihr ans UNESCO-Welterbe Wattenmeer denkt? Wenn ich daran denke, dann denke ich hauptsächlich an Kultur zu Hause und wie das damit verknüpft ist. Auch wenn ich in der Kindheit nicht so viel da war, ist es halt einfach ein Teil, an den man immer denkt, wenn man an Zuhause denkt. Und auch weil wir von der Schule aus viel damit machen und viel darüber lernen. Und ich momentan in diesem Workshop immer mehr darüber lernen, wie einzigartig das eigentlich ist und was für einen großen Schatz wir da haben. Dann denke ich hauptsächlich daran, dass ich das nicht verlieren möchte. Was für Erfahrungen hattet ihr auf der Hallig Langeness? Zum einen war es natürlich wunderschön, mit den ganzen Freunden auf Langeness zu sein. Ich konnte viele neue Menschen kennenlernen und die Hallig selber ist auch wirklich wunderschön. Und die Natur, und wir haben sehr viele neue Sachen gelernt darüber. Und es ist immer wieder faszinierend, was für eine große Artenvielfalt im Wattenmeer zu sehen ist. Welchen Eindruck hat die Zeit auf Langeness hinterlassen? Also bei mir hat die Zeit auf Langeness auf jeden Fall sehr viel Eindruck hinterlassen. Wir haben ja auch viel dort erlebt und ein sehr prägendes Ereignis gehabt, als wir zur Fähre mit Landunter zurückwatscheln mussten. Die Zeit auf Langeness hat mir viele Erfahrungen mitgebracht, dadurch, dass wir auch am eigenen Leibe erlebt haben, wie die Hallig halt zum Beispiel bedroht werden kann durch den Klimawandel, weil irgendwann die Bewohner zum Beispiel auf Langeness vielleicht nicht mehr dort leben könnten, weil dann zum Beispiel das Land unter einfach nicht mehr zurückgehen würde. Und ja, das war auf jeden Fall sehr einprägsam, dass wir das erfahren haben.